Und damit willkommen zurück zu Let's Play FNAF World im Grudelreferat 1 und jetzt wird's knifflig. Ah, ich habe meine Maus ausgemacht. Pizza Wheel. Hook. Ich wollte Jumpscan. Balloons. Happy Jam. Boah, hier Freddy ohne Witz. Heilige Kacke. Mike Toss. Und jetzt wechseln wir mal, damit mir Freddy hier nicht weiter wegstirbt. Bash Jam. Und die auch leveln. Ne? Die sollen ja auch leveln. Diese Bites sind echt praktisch. Die sind mal richtig der Burner. Ich habe jetzt in der ersten Gruppe keinen Healer mehr. Nur noch einen weiteren Damage Dealer. Und ich glaube, ich nehme. Ja, ich mach das mal so. Ich nehme die rein und Bonnie raus. Weil. Wegen, ne? Ich bin auch gerade irgendwie richtig froh, dass ich im Hard Mode angefangen habe, weil. Ich finde, das Spiel fängt jetzt erst an, so richtig sein. So richtig krass zu sein, ne? Balloons. Diese Ballons, ne? Die hauen jetzt schon richtig rein. Foxy hat ein Level Up, ne? Der Jiff-Meister. Oh, lol. Da wollte ich jetzt gerade back in order. Ha! Ist ja geil. Ist schon geil. So, der letzte Part, ich habe mal nachgeguckt, war 16 Minuten lang. Ist eigentlich eine ordentliche Länge. Ich habe nur 5 Tokens. Fandermangel, because she needed to be hit. Ja. Dass immer solche Screens kommen, während man, wenn man im Shop oder so war, ist ein klein wenig nervig. Aber lol, was zur Hölle seid ihr? Ihr seid scheinbar nicht allzu schwer, weil. Was zur Hölle? Weil ihr werdet gerade von den Viechern her platt gewalzt. Die nehmen auch gerade keine Fastball-Tokens mehr. Woran liegt denn das? Ich wollte mal ganz kurz gucken. Ach, die sind schon Level 4. Ach, die. Nee, die steigen alle gleichzeitig Level auf. Glaube, ne? Nee, nicht ganz. Jammin. Ist ja geil. Ah nee, weil ich einmal reingeswitcht habe und die dann den Job beendet haben. Ja doch. Da sind die. Oh. 10 Tokens. Das ist nice. Sehr nice. Pizza, Räder. Heißer Käse. Lol. Poppers. Ich verstehe diese Poppers irgendwie noch nicht. Diese Popeyes. Die checke ich irgendwie noch nicht ganz. Ich finde es auch echt praktisch. Da sind Freddy und Chica ein Level aufgestiegen. Ich finde es auch echt praktisch, dass man sich nach jedem Kampf direkt voll heilt. Das macht das Ganze. Ein bisschen einfacher. Easy. Ah, die Lücke. Easy. So. Dass man sich nach jedem Kampf voll hält, macht das Ganze ein bisschen einfacher und. Ja. Sag mal so erträglicher, weil. Wäre das nicht der Fall, dann. Das könnte schon. Cupcakes. Jumpscare, los, stun die mal. Es ist übel krass, dass Foxy einfach einen Insta-Stun hat. Und die sind wirklich für eine Attacke gestunt. Das ist der Hammer. Oh Leute, da kam der Giftbiss. Haken, nice. Ein Fastball-Token. Da sind. New Challenger has appeared. Krass. Oh Leute, Phantom BB. Ach du Heiliger, macht der Schaden. Cupcake, da ist Freddy down. Ach, den hätte ich jumpscannen sollen. Ach du Heiliger. Was ist denn an Screw? Nope. Das. Oh lol. Balloons. Das wird nicht mehr helfen. Ja, Balloon Boy lebt. Didi, ist ja Didi, ne? Ne, JJ, ist ja JJ. Das ist Phantom Balloon Boy. Price Ball. Mike Toss. Ach du heiliger Cupcakes. Hook.
Da müssen die, Alter, die müssen wir downfocussen. Ich habe jetzt nur noch diese Party. Bash Jam. Mach das mal. 33 Schaden, gar nicht mal so schlecht. Cupcakes. Einfach zur Sicherheit. Bonnie wurde ein bisschen geheilt. Der hält aber leider keine. Der hält aber leider keine Attacke mehr aus. Cupcakes. Yes! Schafft. Yes? Wieso habe ich Yes gesagt? Krass. New Party Member. Das ist nice. Phantom Balloon Boy. Ja, JJ. Phantom Balloon Boy. Wo packe ich den denn rein? Ich pack den mal. Nee, ich mach's mal so rum. Nee, warte mal. Wartet. Ja, genau. So mache ich's mal. Ach, oh, ich bin auch heute wieder durcheinander. So, machen wir es mal so rum. Dann gucken wir mal. Phantom Marionette, put it back in the box. Warum ist das so einen großen Kopf? Was zur Hölle? Ist das scheiße? Gloom Balloon. Der ist ein Debuffer, der Junge. Das ist ja mal krass. Ich kann ja jetzt bestimmt wieder mir free Zeug abholen. Ja, das muss auch ein bisschen. Es hat zwar seinen gewissen Schwierigkeitsgrad, aber wenn man einen guten Versuch erwischt, dann kommt man so ganz schnell an relativ viel Geld. Yes! Ah! Das war close. Das war ganz close. Aber ich würde sagen, das passt schon. Der Part wird storytechnisch keine weiteren großen Fortschritte enthalten. Wahrscheinlich nur Heals. Heals? Ja, ich kann mir jetzt noch. Ich kann mir jetzt für 150 diesen. Ich kann mir aber auch Rüstungs. Nee, ist der. Ich hol mir den Byte. Nightmare Freddy. The more, the merrier. Jo. Also ich kann eine Sache sagen. Das Spiel macht richtig Spaß. Ich hätte nicht erwartet. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass Scott Cawthon so ein gutes RPG hinkriegt. Okay. Was macht das runter? Defense. Okay, der ist ein. Diese schwarzen Icons. Das muss man auch dazu sagen. Jedes Icon hat seine eigene Bedeutung. Die schwarzen Icons sind Debuffs, die rosa Icons sind Heals und also deswegen, die normale Chica hat nur Heil, Heilzauber, Heilsachen. Die roten sind, glaube ich, auf alle Gegner, wenn ich das jetzt gerade richtig noch in Erinnerung habe. Die blauen. Ne, die gelben. Oh lol. Toad Mole. Toxic Balloon. Ja, die roten sind auf alle. Die gelben sind auf jeweils nur einen. Schade, dass man die nicht fokussieren kann irgendwie. Fokussieren kann. Ja, Mike Toss und rein. Easy. Ja. Der ist ein Debuffer, der ist gar nicht mehr. Ist gar nicht mehr so schlecht. So, jetzt bin ich wieder in dieser ganz seltsamen Welt, die mir ein bisschen Krebs bereitet. So, da unten war ich schon mal. Ich kann jetzt mal. Okay, machen wir es mal so. Back to Basics. Nice. Schauen wir mal, was es uns hier so erwartet. Also ich komme jetzt scheinbar relativ gut mit den. Great! Be sure to press that button behind it to clear the path for later. That way you won't have to take the long way again. I think that a lot of these monsters are misguided side effects of whatever has happened on the flip side. It looks like you can knock some sense into them
and then they'll join you. How wonderful convenient. You need to find another sub-tunnel under the game, and it's probably hidden inside another glitched object. At all the dusting fields, you will probably find the next glitched object there. Be careful, things only get more dangerous from here. Nightmare, this is why you wake up. Ja? Ich will den haben, der ist der Hammer. Ich denke mal, so eine Charaktere wird man eher im Endgame erst antreffen. Ja, die Bytes machen allein das wollte ich gerade gar nicht. Ah, die Bytes allein machen schon die Arbeit, das ist übel krass. Das ist einfach mal der Hammer. Mike Toss, einfach mal. Ja. Da kamen Level-Ups für Freddy und Chica, wenn ich das richtig gesehen habe. Laufen wir mal hier ein bisschen rum. Ich weiß, da war... Oh, ist die Kiste respawned? Das ist nice. Rainy Day. Defense von allen down. Das ist richtig nice. Der Phantom Balloon Boy, der haut richtig rein. Also... Hut ab, du kleiner Fuckboy. Hut ab. Das kannst du wenigstens richtig machen. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Free Gold wieder. Oder ich hoffe mal zumindest, dass es Free Gold wird. Mit 200 Gold können wir uns ein Defense Upgrade holen. Beim Endoskeleton. Das darf ich nicht vergessen. Ja, und wenn wir das haben, dann halten wir auf jeden Fall schon ein bisschen mehr aus. Ich muss sagen, wir halten dadurch, dass wir jetzt gerade schon ein bisschen trainiert haben, auch jetzt schon wieder sehr gut aus. Also, das funktioniert schon. Und ich finde, so krass schwer ist es jetzt noch nicht. Ach, verdammt. Ich hätte es wissen müssen. Ah, der war bad. 9 Tokens rausgeworfen. Der war richtig bad. Ich wollte nicht... Ach stimmt, das war ja ein etwas für das ganze Team, ne? Ja, diese Attack Bytes, die sind einfach mal richtig krass, ne? So, wie viel hat eins nochmal gekostet? Zeig mal. 2,50. 2,50 das erste. Okay. Ich hoffe, die tauchen immer noch so ein bisschen öfter auf. Und es gibt hoffentlich... Also, ich hoffe mal, dass es auch mehr Städte gibt als nur diese eine. Weil... man will ja noch mehr an größere Orte rankommen und so, ne? Okay, in die Häuser kann ich also wirklich nicht. Any day... Brauch schon gar nicht mehr machen. Die Bytes erledigen schon alles. Sieh mir geil. Ready. Level up. Nice. So, die Bytes skalieren aber nicht mit unserem Damage, oder? Ich denke mal nicht, ne? Wo bin. Oh lol, ich kann mich auch so bewegen. Ist ja der Hammer. Oh! Auto-Chipper! Da mache ich Rainy Day. Cupcakes. Mike Toss. Jumpscare. Ich muss erstmal gestunt sein. Da bin ich einfach in einen Boss reingerannt und hab's nicht gesehen. Ach, die Bosse lungern also auf der Oberwelt rum. Aber der ist scheinbar relativ einfach. Ja. Der sieht relativ einfach aus. Ja. Das sieht doch super. Und der gibt uns kein Fastback-Token. Aber dafür ein Level-Up für alle außer Freddy. Aber das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, hier sind Kisten. 10 Tokens. Also die silbernen Kisten. Found new chip. Head start strength. Ach, nicht Bytes. Ach, jetzt bin ich auch total bekloppt. Wollte bei Chips gehen. Ich könnte, by the way, mal wieder speichern. Chips. Start battle with a temporary strength boost. Klar, warum nicht? Okay, also die großen silbernen enthalten Chips. Und die kleinen enthalten 10 Fastback Tokens. Steht das gerade? Die ist jetzt schon wieder da. Kann ich jetzt hier vor dieser Kiste campen und dann. Oh, noch eine große. Ah, kann ich jetzt nicht mehr ausrüsten. Schade eigentlich. Das ist schon weg. Das ist der Hammer. 5 Aspect-Tokens. Wenn ich Tokens zum. Oh, New Challenger. Wer ist diesmal? Phantom Chica. Rainy Day erstmal. Cupcakes. Oh, die haut schon wieder rein. Dann gebe ich uns auch mal Jumpscare, damit die nicht attackt. Die Bytes machen schon ein bisschen Damage. Cupcakes. Mike Toss.
Okay. Ja, so läuft das gut. Jumpscare. Das ist auch wirklich das Foxy-Jumpscare-Geräusch kommt. Das ist der Hammer. So, Attack ist runtergesetzt. Verteidigung ist runtergesetzt. Unscrew. Das kann, glaube ich, ein Insta-Death sein. Ja, ist es auch. Und wir haben es geschafft. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Jetzt haben wir Phantom Chica. Ich nehme mal an, die wird auf jeden Fall einen Screw haben. Na, ich werde die jetzt erstmal nicht ausrüsten. Cuter in person, still a killer. Ich will Springtrap. Ich finde es gut, dass man so nach und nach so diese New Challengers Approach. Achso, wir haben einen neuen Chip bekommen, ne? Ja. Heads up Defense. Nice. Fan the Balloon Boy. Because reasons. Der Hammer. Das macht irgendwie. Das ist irgendwie richtig stumpf für zwischendurch. Das macht gut Spaß. Keine Ahnung wieso. Aber es macht richtig Spaß. Also ich kann euch eins sagen, wenn ihr ein lustiges, kleines RPG für zwischendurch haben wollt. Oder euch FNAF wollt. Das ist nur 10 Euro in auf Steam. Und es macht übel Spaß. Also das Ding bockt sich. Du lernst auch wirklich, also ich hab's zumindest bei mir jetzt so, ich lerne wirklich sehr schnell, was hier ab ist. Und das ist auch alles eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Du machst halt so mehr Damage, so machst du das und dann easy. So, jetzt will ich aber, irgendwie nochmal dahinter kommen. Da komme ich irgendwie noch nicht ganz so. Flog gerade so ein Stachel, by the way, vorbei. Oh, ihr habt den süßen Schaden. Ihr habt den süßen Damage-Output. Ich könnte wieder zu Didi gehen. Und mir ein bisschen Geld abholen. Mayo. Das ist ein richtig cooles Prinzip, dass man da so rumhüpfen kann. So. 2,50 war das erste Level Up. Da wäre schon eine schöne Lücke gewesen. Oh, die sind beide so langsam. Das nervt. Das nervt. Ihr seid ganz schön langsam. Ich glaube, der hätte es geschafft. Ha! So, jetzt gemacht. Stop calling me a watermelon. Das ist wahr. Phantom Chica wurde wirklich in der Community ab und zu als Wassermelone behandelt, weil... Ja. Habt ihr mal ihren Kopf gesehen? Ist der Hammer. Da oben war ja... Willst du mich eigentlich gerade veräppeln? Die... Noch ein neuer Challenger? Okay, wer ist diesmal? Oh, Phantom Freddy. Der Hammer. So, Rainy Day. Erstmal Defense runter. Uns allen Jumpscare. Nein, nicht uns allen Jumpscare, aber uns allen einen Buff geben. Na komm. Mike Toss. Und Bloom Ballon. Balloon, ja. Dass der weniger Power hat. Ist sehr nice. Jumpscare. Ich weiß nicht, ob ich den Gedanken zu Ende. Oh. Der war ja mal easy. Geil. Also, ich will nichts sagen, aber ich glaube, langsam bin ich für dieses Gebiet overpowered. So. Ich will halt noch ein bisschen mich umgucken. Oh, das ist nice. Pizza Wheel. Oh, da sind fast alle weg. Cupcake. Nice. Nice. Richtig nice. Ich glaube, da waren gerade 2 Level-Ups, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Safe. Da sind noch, also jetzt in dem Part möchte ich noch die 2,50 zusammenbekommen. Hallo? Lolbeit? Lolbeit, schon wieder. Ah, das ist bestimmt auch gut. Aber ich kaufe mir jetzt noch keinen. Ich will jetzt erstmal das Rüstungsupdate kaufen. Und dann wage ich mich, glaube ich, im nächsten Part auch schon ins neue Gebiet. Aber ich werde hier erstmal mich umgucken. Pizzarad. Los, rein mit euch. Also diese Bites, die machen echt guten Schaden. Und ich kann euch eine Sache sagen. Dieses Spiel kannst du nicht lange spielen, weil da tun dir nach kurzer Zeit die Augen ein bisschen weh. Das ist
übelst viele helle Farben. Das ist... Puh, das ist der Tod. Aber andererseits, ja. Headshot Speed. Nice. Chip. Reingepackt. Virtua Freddy. Blink and you'll miss him. Was? WTF, den gibt's wirklich? Secret Character oder was? Der Hammer. Phantom Freddy, ja. Ist ja mal der Hammer. Secret Characters gibt's ja auch. Think outside the box. Der Hammer. Der Hammer. So. Speichern wir nochmal. Ja, Chop'n'Roll, mit denen sollten wir eigentlich kein Problem haben. Ja, mit denen sollten wir keine Probleme haben. Ich lasse noch gut Schaden. Die halten mehr aus als die anderen, aber... Sag mal, im Endeffekt... Wirklich großartig Schaden machen sie mir zum Glück nicht. Deswegen kann man das alles sehr schön feststecken. Was habe ich da gerade gesagt? 248, oh, nur noch zwei. Noch zwei Tokens. Dann hole ich mir das Rüstungsupgrade und dann beende ich auch diesen Part hier. Ist ein bisschen länger geworden als der andere. Sind jetzt schon 5 Minuten mehr. Aber ich denke, so ganz schlimm ist es nicht, auch mal in einem Part ein bisschen zu farmen. Und ein bisschen weniger Fortschritt zu erreichen. Muss auch irgendwie mal sein. Ist ein RPG. Ist ein RPG. Oh, 7 Tokens. Der ist nice. Der ist nice. So, dann springen wir mal zu Welt 1. Und sind wir bei Mendo's Endo. Plus 10 Death. Endo 01. Because look at him. Einfach nur geil. Jo. Ich würde sagen... Hier sind wir wieder. Und das war's mit diesem Part von FNAF World. Ich muss sagen, dieses Spiel macht echt Spaß. Du kannst es nur nicht allzu lange hintereinander spielen, weil dir danach echt die Augen wehtun. Das sind echt viele helle Effekte. Aber okay. Das Spiel wird sowieso noch geupdatet mit allem möglichen Scheiß. Da sollen noch ein paar Anzeigen, glaube ich, dazu kommen, meinte Scott Cawthon, weil das Spiel ist... früher rausgekommen, als es eigentlich rauskommen sollte, weil die Community so ein bisschen gedrängt hat und er einfach auch wieder mal so richtig gesagt hat, ich will euch zeigen, was ich habe, also hier, frisst das. Ich glaube aber an den Typen, dass der das immer noch aufrechterhält und updatet. Was der verspricht, das hält er auch und deswegen, jo, das wird schon. Damit bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und ja, ciao Leute.